Und herzlich willkommen zum Kerbal Modding Mittwoch. In dieser Woche mit einem Mod, was mir wahrscheinlich letzte Woche beim Stream sehr geholfen hätte. Das hat einer von euch in den Kommentaren erwähnt. Und coole Idee an sich, das Safe Automatic Backup System. Ja, ermöglicht es euch im Prinzip mit einem Mod dafür zu sorgen, dass eure Backups regelmäßig gebackupt werden, andersrum, eure Safe Games regelmäßig gebackupt werden, falls euch mal irgendwas kaputt geht, so wie mir das passiert ist. Und ich war ja ganz schön am Schwitzen und habe jetzt gedacht, so Mensch, thematisch passt das als Mod ja gerade recht gut rein. Und was das gemacht ist letzten Endes, ihr könnt konfigurieren, dass eure Safe Games, die ihr so habt, einfach in regelmäßigen Abständen, jedes Mal gebackupt werden. Also ihr habt verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Ihr könnt das natürlich zeitweise ausschalten. Ihr könnt natürlich auch einen Ordner festlegen, wohin ihr eure Backups schreiben wollt. Ihr könnt asynchrone Backup und Restores machen, also quasi nicht parallel zueinander, sondern halt asynchron, wie der Name schon sagt. Durch Subfolder, also Unterfolder rekursiv durchgehen. Ihr könnt Backups noch komprimieren. Das macht natürlich Sinn, wenn man sehr viele Safe Games hat. Also dann kann man das ein bisschen kompressen, damit es weniger Platz auf der Festplatte wegnimmt. Und dann könnt ihr noch einstellen, wie oft wollt ihr das denn? Wollt ihr, wenn ihr KSP zumacht, ein Backup erstellen? Wollt ihr bei jedem Safe Point ein Backup erstellen? Alle 10 Minuten, 30 Minuten, Stunde und so weiter und so fort. Und ihr könnt euch noch natürlich eine eigene Zeitrange einstellen. Und ihr könnt ihm auch noch sagen, wie viele Tage ihr Backups aufheben wollt, wie viele Backups ihr mindestens behalten wollt und wie viele ihr Maximum haben wollt, bevor ihr die automatisch löscht. Also so eine Art Backup-Rotation. Und der Status könnt ihr euch dann noch angucken. So Mensch, oh, von meinen ganzen Safe-Games, die ich hier so habe, welche Backups habe ich denn da so? Und das sind ein paar, wie ihr sehen könnt, die hier in dem Ordner rumfliegen. Und könnte jetzt hier eben auch sagen, so Mensch, restore mir noch mal von Far to the Stars mein letztes Backup. Mache ich jetzt mal nicht, weil ist alles gut bei mir. So, mit Klonen könnt ihr quasi einen Ordner dann klonen und sagen, ich möchte das Spiel noch mal da haben. Also ihr könnt mir jetzt zum Beispiel den Iron Kerman klonen und daraus einen zweiten Klon erstellen. Also einen gleichwertigen Spielstand. Einfach, er kopiert halt quasi den Ordner rüber und habt dann noch ein Safe Game vom Iron Kerman. Kann das Ganze natürlich auch verstecken und ich kann einmal sagen, so, ach, mach mal von allem Backup und dann seht ihr schon, tackert der hier einmal drüber. Was ihr jetzt seht, bei mir ist das gerade ziemlich langsam, weil ich jetzt natürlich gesagt habe, och, mach mal gezippt, also komprimiert. Das dauert natürlich einfach einen Moment. Das geht deutlich schneller, wenn ihr Kompression ausschaltet. Jo, und wie gesagt, am Ende des Tages mit Restore könnt ihr den ganzen Kram dann auch wieder herstellen, so dass ihr euer Safe Game retten könnt, wenn es mal kaputt gegangen ist. Und ich denke, das ist ein echt cooles Mod für alle von euch, die auch relativ viel mit Mods gerade auch rumspielen, weil da geht ja tendenziell auch mal was kaputt mit dem Safe Game. Und für alle von euch, die vielleicht auch gerade wegen solchen Geschichten bisher davor zurückgeschreckt haben, mal im Hard Mode zu spielen, wo man quasi nicht mehr zurückkonvertieren kann. Ich werde das Ding auf jeden Fall jetzt im Hardcore Kerbal im Hintergrund mitlaufen lassen und in regelmäßigen Abständen Backups machen lassen, damit das fürs nächste Mal safe ist. Und jetzt gehe ich mal noch weiter die Neuinstallation von Hardcore Kerbal fertig machen, damit wir für die Freitagsaufnahme dann schon mal safe sind. Und dann gibt es heute natürlich auch noch eine Aufnahme, beziehungsweise ihr seht die, glaube ich, warte mal, genau andersrum. Ihr seht, glaube ich, die andere Aufnahme vorher. Also ich nehme es jetzt gleich noch auf. Ach, das ist alles verwirrend. Also es kommt noch ein Video mit der Abstimmung zum nächsten Livestream. Und das seht ihr wahrscheinlich vor dem Video, das ich jetzt gerade aufnehme. Ich glaube, ich spiele auch mal mein persönliches Gehirn-Backup jetzt erstmal wieder ein. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß mit Safe und mein Name ist Robert und tschüss.